Salve, das ist lateinisch und heißt Hallo. In diesem Video möchte ich euch erklären, was der Genitivus Qualitatis und der Ablativus Qualitatis sind, wozu man sie benutzt und wie man sie übersetzt. Nach dem Film weißt du, wie man auf Latein einen Genitivus und einen Ablativus Qualitatis erkennt, übersetzt und selber bildet. Um den Genitivus und Ablativus Qualitatis richtig zu verstehen, solltest du bereits wissen, wie man auf Latein einen normalen Genitivus und Ablativus von Nomen und Adjektiven bildet. Fangen wir mit dem Genitivus Qualitatis an. Qualitatis kommt vom Wort Qualität. Dieser Genitiv heißt so, weil er die Beschaffenheit und die Eigenschaften eines Wortes beschreibt. Dabei geht es meistens um Zahl, Maß, Gewicht, Wert oder Artangaben. Zum Beispiel das Alter einer Person kann man mit Hilfe des Genitivus Qualitatis ausdrücken. Hier haben wir einen 9 Jahre alten Jungen. Auf Latein würde ich sagen puer für Junge, novem, ein Zahlwort, 9, annorum, Jahre im Genitiv Plural. Wortwörtlich übersetzt heißt das auf Deutsch also ein Junge von 9 Jahren. Hier haben wir ein 12 Jahre altes Mädchen. Auf Latein also puella, das Mädchen, duodecim, ein Zahlwort für 12. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com